über 140.000 Euro Grundpreis, 625 PS Leistung und 750 Newtonmeter Drehmoment aus einem V8 Biturbo mit 4,4 Liter Hubraum. Die Daten des neuen BMW X6 Competition gleichen derer eines Supersportwagens. Doch spätestens, wenn man auch das Leergewicht von über 2370 Kilogramm vom technischen Datenblatt abliest, vermutet man dann doch eher, dass man in einem Panzer sitzt. Insofern stelle ich mir heute die Frage, ob der BMW X6 M Competition die pure Leistung nicht nur längsdynamisch umsetzen kann, sondern vor allem querdynamisch. Das iDrive weist zumindest so ein bisschen darauf hin, denn man kann hier zum einen im Setup wirklich alles irgendwie auf Sport Plus stellen. Nicht nur den Motor und das Fahrwerk, was es ja sonst eigentlich auch gibt, Lenkung, sondern auch die Bremse. Das ist auch interessant, du kannst die auch noch härter stellen. Und außerdem, der X6M Competition verfügt ja über einen Allradantrieb, kannst du den auch noch, der ist eh schon hecklastig, noch hecklastiger einstellen. Das ist so ähnlich wie beim M5, nur dass du beim M5 den auch ganz hecktrieblermäßig umstellen kannst. Das kannst du hier nicht, aber das brauchst du auch gar nicht, denn der X6M Competition mit der hecklastigen Auslegung, der kommt schon quer. Und ich muss sagen, die Einstellungen sind auch daher interessant, denn auch im Komfortmodus kommt der X6M Competition schon sehr straff und ja, so Sportwagen-like daher. Da muss ich sagen, wir haben ja auch den Porsche Cayenne S-Coupé in unserer Flotte und der fühlt sich lange nicht so straff an. Der ist dagegen wirklich weichgespült und deswegen habe ich jetzt auch Lust, hier mal ein bisschen mehr Gas zu geben. Das Schöne ist, was ich jetzt auch echt cool finde, neben den Setup-Einstellungen kannst du auch den Track-Modus einstellen. Dann, auch wenn du Musik gerade hörst oder sonst wie, geht hier alles aus, Navi geht aus und du hast nur noch das Tacho, was dir gerade sagt, in welcher Geschwindigkeit du unterwegs bist und in welchem Gang. Und du kannst dich vollends auf das Fahren konzentrieren. Auch die technischen Helferlein, Spurwechselassistent, Spurhalteassistent und so weiter sind dann ausgestellt. Und dann kannst du wirklich Gas geben, ohne dass da irgendwie die Elektronik dich noch davon abhält. Und dann testen wir das Ganze jetzt auch. Ich gehe in den M-Modus, den ich mir so konfiguriert habe, dass alles auf Sport Plus ist, außer die Lenkung. Die ist per se super direkt, da braucht man gar nicht mehr. Und der V8 natürlich Drehmoment ohne Ende schiebt an. Aber dieses Einlenken, das kann doch nicht sein. Wie lenkt der bitte ein? Und dann ist es hier so leicht feucht mit dem Allrad und der ist wirklich zackig unterwegs. Und diese hecklastige Auslegung des Allradantriebs macht so unfassbar viel Laune und du hast kein Wanken. Das ist ja krass. Alter Schwede, ist das geil, wie du hier driften kannst mit diesem 4WD-Modus, MDM-Modus von BMW, wie die das entwickeln. Du hast wirklich die Freiheit, um die Kurve das Heck tänzeln zu lassen, das mit einem SUV. Weil er auch nicht wankt, das ist ja unfassbar. Alter, macht das Spaß. Das ist doch unfassbar. Das hätte ich nie gedacht. 2,4 Tonnen tänzelst du hier rum. Das ist doch krank. Das ist doch krank. Was haben die denn hier bitte mit dem gemacht? Die MGB. Alter Schwede, das kann doch nicht sein. Fuck, ist das geil. Das ist sowas von krank und wie stabil der liegt, wie der wirklich nicht ein einziges Wanken zulässt, das ist ja unfassbar. Also, Chapeau, Chapeau. Das hat hier wirklich überhaupt nichts mehr mit Panzerfahren zu tun, wenn du hier um die Kurven fährst. Und dieser, also da passt alles. Allradantrieb, Heck ausgelegt, MDM-Modus. Ja, ich habe hier nicht das ESP aus, sondern dieses Auto lässt gewisse Winkel zu, sodass du dich echt gut austoben kannst. Und mit dem Allrad ist es eh dann noch super, dass du ja noch ein bisschen Kraft auf die Fronträder hast, die dich wieder gerade ziehen und dann überhaupt kein Wanken, sodass du gar nicht merkst, was für ein Gewicht du hier und welchen hohen Schwerpunkt du hier rumtransportierst. Das ist unfassbar gut gelöst. Normal bei Sportwagen, ja, du fährst super gut um die Ecken, es macht einfach Spaß und die haben wenig Gewicht und du fühlst dich so, als würdest du das Auto eben auch nicht quälen. Bei SUVs bisher auch super schnellen und guten SUVs bin ich immer auch schnell um die Ecken gekommen,
Aber immer so mit dem Gefühl, oh, fuck, Gewicht, Bremse, Querdynamik, Wanken. Du musst das Teil irgendwie pressen. Und bei dem XXM Competition hast du nicht das Gefühl, dass du das tun musst, sondern der Wagen fährt um die Ecken, als würdest du nicht in einem 2,4 Tonnen SUV sitzen. Das ist echt sehr krank. Das ist dann nicht mehr fassbar. Aber die Spritzigkeit macht natürlich nicht nur die Querdynamik aus, sondern auch der unfassbar gute V8 Biturbo mit ordentlich Drehmoment und eben 625 PS Leistung. Und jetzt hören wir mal kurz den Sound rein, denn der hat ja auch schon OPF. Mal schauen, wie BMW das löst. Jetzt testen wir natürlich auch, was an 0-100 und 100-200 macht. Wir starten mit der 0-100, aktivieren die Launch Control. Da muss ich sagen, das ist bei BMW immer ein bisschen ein größerer Prozess als bei Porsche zum Beispiel. Das nervt mich immer so ein bisschen, aber wir haben alles vorbereitet. Gangwahlstufe ist richtig, alles auf Sport plus ESC ist off. Launch Control aktiv und los geht's. Wir haben Winterreifen drauf, aber ziehen trotzdem gut weg. 3,89 Sekunden in einem 2,4 Tonnen schweren SUV. Ich denke da immer so dran, früher als wir Quartettkarten gespielt haben, die ganzen Ferraris und alle Supersportwagen, die haben irgendwas, 4,7 war so immer so ein Wert, der recht gut gepasst hatte, der, mit dem man wirklich sehr, sehr gut unterwegs war, den man genannt hat. Und jetzt beschleunigst du hier mit einem familientauglichen SUV in 3,89 Sekunden von 150 km/h. Dann machen wir jetzt noch 100-200. Am Ende gibt es natürlich wie immer die Tabelle. Dann gucken wir, wie er sich einreiht. Ich meine, wir hatten ja kürzlich den Porsche 911 Turbo S. Da könnt ihr hier noch mal gucken. Das war ja absolut unfassbar, wie der beschleunigt hat. Also schauen wir dann, wie der XXM Competition sich einreiht. Und außerdem kommentiert doch mal gerne, ob der Wagen was für unsere Mietwagenflotte wäre. Und gebt uns ein Like und jetzt 100-200.